Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementende, begrüße euch herzlich zurück bei der Banner-Saga und wir müssen nochmal auf in die Schlacht machen. Ich hoffe, ich konnte vorher die Verbündeten nochmal tauschen, ne? Ja. Okay, den einen Abzug Fasold brauchen wir jetzt gerade echt nicht. Der kann rum langweilen. Mache ich jetzt Griss? Mache ich jetzt Eirik? Ich mache jetzt Eirik. Und ich weiß, dass ich eine verletzte Ursa mitgenommen habe, aber Ursa ist mir mit einem Stärkepunkt fast genauso wertvoll wie mit vollen Stärkepunkten. Einfach weil sie von ihrer Spezialfähigkeit her stark wird und nicht von irgendwas anderem. Und Ubin guckt mal wieder zu und hat... Ach, er hat den überlebenden Typen dabei. Was haben wir denn? Wer ist er denn? Aha, die haben beide dieses Verbündete herbeirufen, aber der ist irgendwie trotzdem neu. 12, 18 Stärke. Oh, aua. Ja, na gut, dann gucken wir mal. Wie viel Bewegung hast du denn, Digga? Kommst du von Anfang an hier an meine Jungs ran? Das fände ich total ungut. Na, egal, wir gucken mal. Kommt er tatsächlich? Die haben so viel Bewegungspunkte, die Jungs. Das ist echt irgendwie frech. Das haben meine nicht. So, wenn du Willenskraft ausgeben willst, kannst du rankommen. Wenn nicht, nicht. Du kommst an so ziemlich alles und jeden ran. Das ist natürlich echt voll uncool. Und vor allem, wenn du weggehst, kommt der Kollege hinter dir auch irgendwo ran. Das ist echt ein bisschen uncool. Ich könnte den guten Eirik jetzt nehmen, da hinstellen, nur damit er nicht, damit nicht beide an Mogel rankommen, aber ich glaube, das lassen wir. Und lassen ihn hier noch eine Runde rasten. Achso, er ist vorher dran. Haha, das habe ich ja ganz falsch gesehen. Haha, sehr gut. Wo kommt ihr denn so hin? Quasi nirgendwo hin. Okay. Dann gehst du mal dahin und wartest da. Ja. Gut, hat euch insgesamt wahrscheinlich fast genauso gut getan wie mir. Ja, der gute Gundulf, der braucht Rüstungsdurchschlag. Der hat irgendwie nicht so geile Sachen drauf. Schade eigentlich. Wer ist er hier? Ach, der da hinten. Gundulf, du kriegst einen kostenlosen Angriff gegen den Jungen. Nimm ihn mit. Umsonst gibt's im Leben ja nicht viel. Was soll's? Mehr geht halt nicht. Hakon hingegen kann ihm jetzt dadurch ein bisschen was drücken und dann ist das Ganze auch erstmal in Ordnung. Da geht's mir nur darum, dass du nicht mehr so gefährlich bist, um irgendwem ernsthaft Schaden zu machen. 1, 2, 3, 4. Da irgendwo kann ich die Schlacke notfalls nur hinschießen. Das ist nicht so schön. Aber die hat so dermaßen viel... Achso, da ist ein Todeskreis wegen Todeskreis. Ist okay. Da kannst du mal hinschlacken. Das ist gut. Und die Felder drumherum sind auch gut. Das habe ich blöd gemacht. Da hätte ich doch den einen Willenskraftpunkt für Hakon ausgeben sollen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das passiert mir auch noch zu oft, dass ich mir selbst Laufwege verbaue. Das ist nicht so gut gewesen. Da kann der gute Eirik auch nochmal wieder ein bisschen zeigen, dass er was kann. Nämlich vor allen Dingen Rüstung wegboxen. Das mach du, Mann. Da oben bist du mir nämlich fast egal. Oder kannst als Kill für irgendwen dienen. Ab 3 Punkten Rüstungsschaden erleiden benachbarte Dings auch Schaden. Die würden wir sogar hinkriegen, wenn wir wollten. Aber die sind nicht benachbart. Du kannst den auch einfach umboxen. Ne? Da könnte ich jetzt richtig geil, wie viel Willenskraft hat er? 4? Mich reinstellen? Achso, ne, da müsste ich mich da hinstellen und einmal den Wirbel wirbeln lassen. Das wäre...
Lecker. Wir machen das mal, auch wenn es uns einen Schaden gibt. Au. Aber Wirbelwind. Beginnend im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn ist rechts rum. Das heißt, beginnt bitte bei dem. Und dann nimm bitte die Megastufe. Das gibt dann nämlich nochmal extra Damage an den Jungs. Oder sowas. Dafür steckt Gunulf jetzt gewaltig ein. Das ist das Problem. Aua. Der arme Gunulf hat euch nichts getan. Mogul muss da irgendwie noch wieder als Tank durch. Ja, kannst einfach... Ne? Die hat so viel Willenskraft, die Alte. Das ist schon ganz schön hart. Mogul, jetzt wird's Zeit, dass du Gas gibst. Wir brauchen dich da. Gunulf braucht dich da mit seinem Pyjama. Die sind alle nochmal voll dran. Der hat 9 Stärke und der hat 18 fucking Stärke. Das wird gefährlich. Der da oben, den haben wir ganz unterschätzt. Der hat ja richtig viel drauf. Krasse Scheiße. Dahin. Den. So. Und so. So können wir nämlich ein bisschen Rüstungsschaden schon vorwegnehmen. Die 18 Stärke reichen im Moment nicht ganz, das ist schön. Wir könnten da jetzt ganz mutig sein, Ludin hinschicken und den wegtreten lassen. Hat er dafür genug Willenskraft? Dicke. Dann ist er nur mit einem verbleibenden 16 oder sowas Stärke arg in Gefahr, egal. Muss irgendwie sein, sonst läuft das hier alles nicht. So. Genau, ein und dann, naja, schubst ihn ja zwei. Zwei Felder, ja. Dann sind sogar nur 15 Stärke. Der schreit auch immer wie am Spieß, der Kleine. Beginn der Uhrzeit sind erst der, dann der. Kannst du Wirbelwind Stufe 1 für nehmen, bitte? Und den da hauen. Jawohl, das war schön. Da bleibt jetzt von den beiden nicht mehr viel übrig und er hat auch ein bisschen was verloren. Ach ja, Mogul kommt da oben hoffentlich nächste Runde hin. Wer ist der hier? Der da unten. Geh da mal hin. Mach mal Bait. Ah, das habe ich mir schon gedacht, dass da sowas kommt. Ha, 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir da hin. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4. Ja, da oben. Genug Dingens noch über? Ja. Das ist ein schönes Feld dafür. Ne? Das war nicht schön. Wer ist gerade dran? Ach, Eirik. Ach, da oben ist einer aufgetaucht. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich den gesehen habe. Er ist aber an der Stelle aufgetaucht, wo er relativ uninteressant ist. Wie viel Stärke hast du denn? 11. Wenn du den haust, ist der momentan ziemlich tot. Dann kann der gute Prinz Ludin den so ein bisschen anhauen, damit das auf jeden Fall auch noch passt, wenn der irgendwas gemacht hat. Och nö, jetzt... Den müssen wir aber loswerden. Vorher können wir das. Hier, Gunulf, hau den mal weg. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das da oben machen. Das ist er hier, ne? Das ist der Hammer, wie die hier einen nach dem anderen nachbeschwören können und ich da nichts für und gegen tun kann im Moment. Mann! Das nervt. Mogul gönnt ihm auch wieder ein bisschen Kills. Denn irgendwann will ich dich ja auch nochmal eine Stufe drüber haben. 3, 5, 3, 1. Nee, hau den da einfach ins Gesicht. Das passt schon. Ja, da ist von dessen Rüstung nämlich nicht mehr viel übrig. Genau genommen so wenig, dass sogar Prinz Ludin dem ordentlich schon mal Damage drücken kann.
Und wir müssen jetzt noch ein paar Punkte verteilen, bevor unsere Tröte ausgelaufen ist. Das ist ja auch Quatsch, die durchgehend nicht zu benutzen. Hier, du kriegst jetzt ganz viel Willenskraft wieder und stellt sich dahin. Mogo steht da und tankt und tankt und tankt und tankt wie ein großer. Also der kann gar keine Willenskraft wieder kriegen, der hat zu viel. Ja, ne, Chefe kennen wir schon. Ja, jetzt ist aber mal gut gewesen. Ja, reicht. Dicke. Das machen wir wieder so. Hoffen, dass das nicht zu viele sind. Boah, ist schon ganz ordentlich. In welcher Reihenfolge sind die denn dran? Erst der ganze Bataillon unten, okay. Wie viel Rüstung hast du denn noch, mein Großer? Oh, nicht mehr so viel. Das können wir machen, denke ich. Nein. Bist du denn? Und so. Das machen wir gleich vernünftig, damit da nicht so viel von übrig bleibt. Ludin hat jetzt wieder 2 Punkte. Das ist eigentlich total blöd, was ich hier gerade gemacht habe. Erstens kann er den nur ein Feld weit schubsen. Was ist das eine Problem? Und zweitens, selbst wenn er den weiter als ein Feld schubsen könnte, bringt das im Moment nichts. Naja, egal. Dumm von mir, ich spiele gerade richtig blöd. Ja, und das bezahle ich gerade auch, aber okay. Wir müssen den hier irgendwie davon überzeugen, dass er doof ist. Der ist jetzt erstmal überzeugt, dass er doof ist. Der wird nochmal irgendwas machen. Ja, Gunnulf noch weiter besänftigen, das ist okay. Du gehst damit hin, wir brauchen dich da unten. Und boxt ihm dabei in den Magen. Kanyahangi, puh. Wir brauchen mehr Willenskraft da wieder. Ja. Autsch. Wie viele Bewegungspunkte hat der denn? 2, 4 plus 1. 1, 2, 3, 4 und dann noch einer. Er müsste auf jeden Fall Willenskraft ausgeben, um dahin zu kommen. Hat auch nur einen. Kann der mit 8 Stärke uns umboxen? Nö, eigentlich nicht. Dann rennen wir mal weg. Yay, wegrennen! Hat er Willenskraft für ausgegeben? Ist der nämlich schon mal weg. Hast du noch Willenskraft genug, um die beiden zu boxen? Beginnend im Uhrzeigersinn. Kannst du bei dem Wirbelwind zuerst ansetzen. Genau. Das war nett. Nicht das Beste, was man hätte mit seinem Ruhme anfangen können, aber nett. Das machen wir jetzt einfach mal so. Das war total doof. Ich wollte aber nicht drüber nachdenken, was ich da genau tue, wenn ich ehrlich bin. Nein, wieso komme ich da nicht? Weil er nur eine Anstrengung hat. Dammit. Dann geh ein Feld weiter runter, damit du das in der nächsten Runde machen könntest. Und ja, was soll denn der Geiz? Mogul hat in der Runde jetzt ordentlich Kills abgesammelt. Au! Kollege, das war echt nicht nett. Da müssen wir jetzt nämlich echt durch die Rüstung erstmal durch. Oha. Das wird noch eine spannende Nummer hier. Es mangelt uns momentan echt an richtig vielen
Ecken und Enden. Du kannst nichts Besseres mehr machen, als den jetzt umboxen, nachdem sein Zug war. Der Junge geht mir auf die Eier. Danke, Hakon, dass du dem jetzt mal so langsam aber sicher eine verpassen kannst. Hast du noch genug? Wenn du noch genug davon hast, dann mach das trotzdem bitte. Auch ruhig. Mist, das wäre jetzt die falsche Stufe. Egal. Der Typ hat eine dicke Rüstung an. Ist das schlimm? Mann, Mann, Mann. Au. Das waren jegliche noch vorhandenen Rüstungswerte aller noch vorhandenen Mitkämpfer. Der Typ ist nach Ludin dran, der hat 7 Stärke. Oh, gar nicht. Ludin hat noch richtig die Rüstung über. Krass. Dieser Kampf, Alter. Nein, nicht Ludin. Sehr schön. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte eigentlich ein Feld weniger weit, aber da habe ich mich dann verklickt. Dammit. Jetzt hauen sie alle auf dem Ludin rum. Der hat doch nichts mehr. Tja, so richtig fresh ist der nicht mehr. Egal, was er macht. Nutzen tut's uns beides nichts mehr. Also ihm jedenfalls nicht mehr. Ja gut, das ist aber die schwächstmöglichste Verwundung, die wir ihm da jetzt, glaube ich, verpassen. Weil er auf den Punkt genau umgefallen ist. Und sobald Hakon da jetzt mal reinhaut, ist sowieso Schicht im Schacht. Ja, kannst du machen. Da kriegst du jetzt aufs Maul. Auch das kannst du machen, dafür kriegst du jetzt aufs Maul. So. Mein Ansehen nimmt zu. Das ist ja auch schön. Hat sich ja auch gelohnt. Alter, ich will mal wieder ein Artefakt gewinnen, ey. Was ist los? Ich hab mit einem Auge den Kampf verfolgt. Als ich das nächste Mal runtersah, strömten plötzlich die Wüter in den Hof. Keine Ahnung, wie viele noch da draußen waren. Viele jedenfalls. Wenn wir über die Brücke zurückgehen, kommt es zum Kampf. Haben wir eine Wahl? Eigentlich nicht. Falls du nicht in dieses Tal warten willst, müssen wir uns an den Heerweg halten. Hakon, ich glaube, du solltest dir das hier mal ansehen. In der Nähe wurde ein in Decken gehüllter Mann im Windschutz einer niedrigen Mauer abgelegt. Ich glaube, das ist ein Magier. Das wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Stimmt, ich wusste, dass er mir bekannt vorkommt. Natürlich. Die Zauberweber? Ingrathorn? Warum? Vielleicht wussten sie etwas über die Ereignisse. Wenn er uns irgendwas erzählen soll, müssen wir ihn hier lebendig rausbekommen. Müssen wir. Wir. Ist egal. Wir müssen uns erst ausruhen? Denke ich auch. Überlegen wir, wie wir diesen Saustall verteidigen wollen, wenn sie wieder angreifen. Jeden Tag, den wir hier warten, werden es mehr Wüter. Wie viele werden es morgen sein? Doppelt so viele? Und am Tag darauf? Sieh mal, es ist deine Entscheidung, Hakon, aber wir können diesmal nicht die Beine in die Hand nehmen. Es gibt nur eine Chance. Wenn hier Wale fallen, wenn hier irgendwer im Kampf zu Boden geht, dann müssen wir ihn zurücklassen. Uff. Jetzt geht das hier wieder los mit diesen unsagbar schweren Entscheidung dieses Spiels. Ich, Da würde ich jetzt gerne überlegen. Also, das Risiko können wir eingehen, machen wir einen Plan. Ludin, was würdest du machen? Ne, den fragen wir sicher nicht. Wir warten fürs Erste, kümmern uns um die Verteidigung. Nee, einen Plan machen fände ich gut. Verteidigung fände ich auch gut. Ich würde gerne einfach in den Heroes-Bildschirm. Wir kümmern uns um die Verteidigung. Ludins Gesicht verfinstert sich vollends. Das ist meine Meinung also wert, nicht? Du hattest schon entschieden, was wir tun werden. Du nutzt jede Gelegenheit, mich zu beleidigen.
Ich gehe. Er friert doch in diesem Grab, wenn es euch Spaß macht. Ach, Ludin. Du Sau. Komm ihn einfach kaputt hauen? Ich würde ganz einfach sagen, ich habe lange den Drang, ihn zu verprügeln. Gehen lassen will ich ihn ungern, wenn ich nicht muss, zumal ich irgendwie auch das Gefühl habe, ich habe ja die Verpflichtung, auf ihn aufzupassen. Aber er hat ja unbedingt den Drang zu gehen. Wir versuchen es mal so. Ich bin der Einzige, der hier vernünftig ist. Ihr wollt warten, bis wir keine Chance mehr haben zu entkommen? Ohne mich. Ludin kann sich kaum beherrschen. Wenn es noch etwas kälter wäre, könntest du den Dampf von ihm aufsteigen sehen, während er auf seine Krieger zustimmt. Ach nö. Ich glaube, er versucht es wirklich. Lassen wir ihn? Ich glaube, wenn wir ihn kämpfen lassen, haben wir ein Problem. Ich gebe den Wal Bescheid. Lass bloß den Trottel nicht weg, bis wir fertig sind. Zähme deinen Stolz, Hakon. Im Grab bringt er dir nichts. Ja, das stimmt schon. Ich mag Ludi nicht. Ich hätte ihn ohnmächtig hauen sollen. Ah ja. Wir sind bereit. Was ist unser Plan? Wir verleiten die Wüter zum Angriff und reiben sie auf. Wir brechen durch die Frontlinien, halten nicht an. Schicken die Schildschläger vor und kämpfen defensiv. Wir gehen voll rein, schlagen hart zu und drängen sie zurück. Wir lenken sie mit ein paar Leuten ab und fliehen. Ja, wir machen irgendwas von den Sachen da. Aber erst in der nächsten Folge. Haha, ich bin die Zementente. Bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles, alles Gute und sag ciao, ciao.